man mehr arbeiten. Gut. Ich kann auch die sexy Bilder von den Jungs bearbeiten. Hast du gesehen, wie die fliegen? Ja. Ich servere gerade meinen Laptop, weil er verstaubt ist. So viel Staub in der Luft. Ist das eigentlich in deinem Make-up-Pinsel? Mein Travel-Make-up-Pinsel. Travel-Make-up-Pinsel. So lieb. Das Make-up, wo ich nicht mehr dabei habe. Braucht man hier nicht. Wir sind gerade mal wieder hart am Arbeiten. Das Gefühl, das erzähle ich sehr oft. Es war praktisch abends zum Sunset, gehen die Besitzer halt immer weg und geben uns nichts auf, nichts zu tun. Wir müssen nur gleich die Pflanzen wässern. Und das war's dann. Und ich muss unbedingt duschen. Wir meinen gerade schon, wir finden es so eklig. Wir kleben einfach nur. Es ist halt so das Life hier. Man schwitzt einfach die ganze Zeit. Und die Moskitos kommen schon wieder raus und stechen. Aber ich will mich nicht beschweren. Aber ja. Ashleys Freundin ist jetzt hier seit gestern. Die Vicky. die ist gerade beim Soundhealing. Die lässt es sich hier schon gut gehen. Und heute ist Sonntag. Ich glaube, es gibt nicht mehr zu berichten. Ich war heute Vormittag am Strand und jetzt hier und that's my life. Möchtest du das raushauen? Pura wieder. Pura wieder. Das ist ja nice, das Ding, das du gefunden hast. Ja. I like it. Ups. Jetzt hat da gerade unser Räucherstäbchenglas runtergefallen. Es folgt eine kleine Werbepause. Ich möchte euch das Algenöl von Naturize vorstellen. Und sorry für die Hintergrundgeräusche, es ist so schwer hier einen einigermaßen ruhigen Ort zu finden. Aber ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Also jetzt zu dem Öl. Ich wusste vorher schon, dass Fett sehr wichtig ist für den Körper. Aber ich war mir gar nicht bewusst, wie wichtig das eigentlich ist. Das Algenöl enthält drei dreifach gesättigte Fettsäuren, die lebensnotwendig sind für den Körper, weil viele Teile des Gehirns und des Herzes und der Augen und die Augen aus diesen Fettsäuren bestehen. Wir können das nur über die Nahrung aufnehmen, weil der Körper das nicht selber synthetisieren kann. Und ja, dass es halt voll wichtig ist, halt über die Nahrung aufzunehmen. Ich könnte Fisch essen, aber weil ich mich vegan ernähre, möchte ich auf keinen Fall Fisch essen. Und die Fische haben die Fettsäuren auch nur in sich, weil sie Algen essen. Also kann ich auch gleich die Algen essen. Und die sind hier in dem Öl. Das nehme ich jetzt einfach jeden Morgen. Und eine so eine Pinzette. Es schmeckt auch gut dafür, dass es Öl ist. So pures Öl schmeckt gar nicht so gut, aber das schon, weil es noch mit Orangen- und Zitronenaroma ist. Und es ist halt viel leichter, einfach nur ein bisschen von diesem Öl zu sich zu nehmen, anstatt es über andere Lebensmittel aufzunehmen. Also ich könnte auch fast 2 Kilogramm Walnüsse essen. Das sind ein bisschen zu viel. 80 Gramm Sardinen, aber ich habe ja schon gesagt, da ist leider ein Streit gerade im Hintergrund. Ich habe ja schon gesagt, dass ich keinen Fisch esse. Oder ich könnte auch 200 Milliliter Leinöl trinken oder essen, aber das ist fast eine ganze Flasche. Ich meine, die Flasche, das sind nur 100 Milliliter. Also jeden Tag davon, 2,5, ist ja auch ein bisschen viel. Und das wäre schadstofffrei, wird nachhaltig hergestellt und mit jedem Verkauf wird auch noch ein Baum in Australien gepflanzt, weil da ja die Waldbrände so krass waren letztes Jahr, damit es wieder aufgeforstet wird. Und ja, ich bin auf jeden Fall voll froh, dass ich das Öl jetzt kenne, weil ich mir halt echt nicht darüber bewusst war, dass diese dreifach gesättigten Fettsäuren so wichtig sind für den Körper. Ich werde das jetzt auf jeden Fall weiterhin nehmen. Könnt ihr gerne mal auf der Webseite vorbeischauen. Ich bin da auch voll hängen geblieben, weil die da noch Informationsvideos haben und es voll gut erklären. Und ja, ich finde das Thema einfach richtig interessant. Den Link packe ich natürlich in die Infobox. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke, wir bringen in die nächste Konversation. Wir können Cynthia involviert.
Kann ich auch nur mit Kier machen? Ja, für 50 Euro, aber. Schön. Kleines Update mit meinem Handy. Ich bin gerade am Strand. Es ist so hell, ich muss die Sonnenbrille auflassen. Mona ist auch hier, der Hund. Ich kann leider immer noch nicht surfen, aber ich bin jetzt trotzdem mit zum Strand gegangen. Die andere Option wäre arbeiten gewesen, deshalb habe ich mich für den Strand entschieden. Also der Besitzer meinte, ich kann mitkommen. Und Ash kann dann heute alleine arbeiten, weil ich auch schon ein paar Tage alleine gearbeitet habe. Ja, so traurig, dass ich immer noch nicht surfen kann und nicht ins Wasser. Es dauert wohl doch noch eine Woche, ich dachte, oder länger. Für die, es nicht wissen, ich habe mich mit einem Motorradauspuff verbrannt. Das Gefühl, das zieht sich jetzt schon durch ein paar Videos, also ja, es nervt mich so, dass ich nicht ins Wasser kann. Aber ich bin natürlich trotzdem dankbar, dass ich einfach hier sein kann, jetzt diese schöne Aussicht hier habe. Wir sind wieder an diesem Spot, wo immer nicht so viel los ist, wo man mit dieser hügeligen Straße hinfährt. Und ja, ich werde jetzt einfach ein bisschen lesen und die Natur genießen. Gestern war echt noch voll der schöne Tag. Wir sind, als die anderen mit dem Surfen fertig waren, noch zu einem anderen Strand gefahren. Da war das Wasser so blau. Da haben wir dann so unser Camp aufgesetzt mit Hängematte und ein paar Stühlen. Und dann haben wir vegane Burger gegrillt in einem Lagerfeuer. Das war so lecker und ja, einfach voll der schöne, entspannte Tag. Wie habt ihr am Ostern viert? Nicht mit Lautsprecher vielleicht. Macht man das denn? Komm, ich höre wie Mama. Oh, una piña. You want to know how to tell if a pineapple is ripe? Yeah. Yes, please. What you do is you take it, flip it upside down, smell its butt. And if it smells like a pineapple? I don't smell anything. It better be good. It's gonna be fresh. Oh yeah. So good. Yeah.